Herzlich willkommen zu meiner Show, The Total Connector. Mein Name ist Kevan Davani. Heute ist Ostersonntag, 21. April 2019. Und ich habe heute wieder einen speziellen Gast, das Déjà-vu, weil ich hatte ihn schon gestern in der englischen Sprache für die englischsprachige Bevölkerung und heute noch wichtiger, finde ich, für die deutschsprachigen. Ein offenes, authentisches und tiefes Gespräch wird das heute wieder mit Gigi, unserem Bitcoiner, der überall auf der Welt ist. Und Gigi, würdest du dich bitte mal vorstellen, über deine Hintergrund erzählen? Hohe Ostern und guten Morgen aus Mexiko. Wie du richtig sagst, ich bin gerade in der Welt unterwegs und beschäftige mich seit geraumer Zeit mehr oder weniger jede freie Minute mit Bitcoin. Und wenn ich nicht über Bitcoin nachdenke, dann probiere ich über Bitcoin zu schreiben und habe in den letzten 2 Jahren oder so 5 Artikel darüber geschrieben. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich jetzt hier bin, denn die sind auf Medium ein bisschen die Runde gegangen und auf Twitter. Und so sind wir ins Gespräch gekommen und herzlichen Dank für die Einladung. Danke dir. Also die Artikel sind einfach faszinierend. Und man muss sich wirklich, ich habe mir die Artikel, jeden Artikel von dir, vor allem diese Serie von Artikeln, die du geschrieben hast, über sozusagen den philosophischen, den wirtschaftlichen und den technologischen Teil, ich musste mir das wirklich 2 bis 3 Mal durchlesen. Und von Hunderten ins Tausende kommend habe ich dann eben, jetzt hast du ja sozusagen auch deine Artikel auf deiner eigenen Website quasi zur Verfügung gestellt, veröffentlicht, sind auf Englisch alle, aber du planst ja auch den ein oder anderen Artikel, also beziehungsweise wird das von der Community, von der Gemeinschaft früher oder später noch auf Deutsch für die Deutschsprachigen, die jetzt nicht so gut oder gar kein Englisch sprechen oder verstehen, übersetzt werden. Ja, genau. Also glücklicherweise ist das, was ich geschrieben habe, sehr gut angekommen und die weitere Community hat das selbst in die Hand genommen, um die Artikel auch in andere Sprachen zu übersetzen. Für die Serie gibt es inzwischen eine Übersetzung auf Türkisch und eine spanische Übersetzung ist in Arbeit. Der erste Teil ist übersetzt und es ist auch eine chinesische Übersetzung in Arbeit. Die kann ich leider nicht proofreaden, ich kann kein Chinesisch, aber ich vertraue da auf die Übersetzer, dass die das alles richtig machen sozusagen. Und ich hoffe auch, dass eine deutsche Übersetzung kommen wird und falls das auf längere Zeit nicht passiert, dann werde ich es auch selbst übersetzen. Ich weiß aber auch, dass Übersetzung schwierig ist und sehr viel Arbeit ist. Wahrscheinlich fast gleich viel Arbeit, wie die Artikel auf Englisch zu schreiben. Und würde einfach schauen, ob das jemand für mich übernimmt, denn die Artikel sind unter einer Creative Commons License veröffentlicht, also jeder ist frei, die Artikel zu verwenden und abzuwandeln und zu übersetzen. Kein Copyright in der Hinsicht. So sollte es sein. Na, also für diejenigen Zuseherinnen und Zuhörer, Zuhörerinnen, die sehr wohl Englisch sprechen, ich kann das wirklich jedem nur herzlichst empfehlen. medium.com/@dergigi oder einfach geht's auf die Website selbst, dergigi.com/Bitcoin. Also wirklich auch die anderen Artikel, also Magic Dust auf Cryptography, das hat so eine Essenz in sich, also erklärt auch die Tragweite, was das bedeutet für uns als Gemeinschaft, Zivilisation und vor allem für die strukturellen Veränderungen unserer Interaktion. Ja. Und das ist das, was interessiert, also, ohne, sondern die strukturellen Veränderungen. Ja, ja, danke für das Lob und freut mich, dass dir die Artikel gefallen. Also meine Motivation war, ein Verständnis zu vermitteln. Mein Hintergrund ist in den Computerwissenschaften und ich habe längere Zeit in einem Institut gearbeitet, wo es um das semantische Web, was Semantic Web gegangen ist. Und die Idee von Semantic Web ist quasi Maschinen beizubringen, Dinge wirklich zu verstehen, sozusagen nicht nur eine Volltextsuche und die Wörter zu verstehen, sozusagen, also die Dinge zu benennen, sondern wirklich ein tiefes Verständnis zu erlangen. Und Google ist, glaube ich, dabei, das umzusetzen. Es gibt jetzt den Knowledge Graph und wenn man eben den Namen von einem Schauspieler eingibt, passiert keine einfache Volltextsuche mehr, sondern Google weiß, das ist ein Schauspieler und hat mit diesen Menschen zusammengearbeitet und diese Filme gemacht und so weiter. Und mir ist das
sehr wichtig, die Dinge wirklich zu verstehen und nicht nur den Namen von etwas zu verstehen. Und so bin ich auch zur Schreiberei gekommen, sozusagen. Also ich probiere auch das ohne, so gut es geht, ohne Fachjargon zu vermitteln. Und Bitcoin ist sehr schwierig zu verstehen, einfach weil viele Bereiche und viele Technologien zusammenkommen. Also meiner Meinung nach ist die Hälfte von Bitcoin Technologie, die andere Hälfte ist Biologie sozusagen. Es sind ökonomische und menschliche Puzzlestücke am Werk sozusagen. Und was auch wichtig zu erwähnen ist, es ist nicht wirklich eine technologische Revolution, es ist mehr eine finanzielle Revolution, wie du auch selbst sagst und selbst weißt. Also es ist eine finanzielle und gesellschaftliche Revolution, die eben eine sehr weite Tragweite hat einfach. Es wird sehr viel verändern, meiner Meinung nach. Und das alles zu verstehen, bedingt allerdings auch die technologischen Aspekte zu verstehen und auch die finanziellen und ökonomischen Aspekte zu verstehen und auch die philosophischen Dinge zu verstehen. Und der erste Artikel, den ich geschrieben habe, der war etwas unstrukturiert. Also das ist mit dem David im Hintergrund. Und vielleicht können wir da kurz eintauchen, denn das sieht man schon. Also das verbildlicht quasi die Natur von Bitcoin, das quasi der Spruch ist, Bitcoin ist offensive, also es eckt einfach an und es ist eine Revolution in mehreren Sinnen. Also es sind auch hier Rebellen am Werk auf jeden Fall. Und meiner Meinung nach, jeder, der ein tieferes Verständnis erlangen will, ist gezwungen, den Proof of Work von Bitcoin zu verstehen. Und das ist schon eine sehr, sehr schwierige Sache. Also der Durchbruch von Bitcoin war, Proof of Work in einem neuartigen Modell einzusetzen, der eben digitale Knappheit ermöglicht. Also das alles zu verstehen ist, wie gesagt, etwas schwierig und es sind viele unintuitive Konzepte am Werk. Aber Könntest du Knappheit kurz, weil das ist ganz, ganz wichtig, die ja, Scarcity auf Englisch, die Knappheit, also genau. die, ja, okay. Also die Digital Scarcity ist eben, um was es wirklich geht in Bitcoin, weil Information funktioniert sehr anders, ganz anders als alles in der physikalischen Welt. Also in der physikalischen Welt, ich habe einen Apfel, ich gebe dir den Apfel. Du hast den Apfel, es ist, da gibt es nichts dran zu rütteln, der Apfel dupliziert sich nicht und wir haben nicht auf einmal zwei Äpfel. Aber Information funktioniert sehr viel mehr wie eine Idee. Also wenn ich eine Idee habe und ich teile die Idee mit dir, dann haben zwei Leute eine Idee. Und man kann da auch nichts dran ändern. Wenn ich dir eine E-Mail schicke oder egal welche Information ich dir schicke, die Information in Computernetzwerken wird immer dupliziert und man muss darauf vertrauen, dass der Sender die versendete Information wieder löscht. Und so werden quasi auch Dateien verschoben, so wird alles verschoben, was irgendwie im Internet hin und her geschoben wird. Es wird immer kopiert und dann wird das Original gelöscht. Und das ist eines der größten Probleme in der Computerwissenschaft, das sogenannte Double Spending Problem. Weil wenn man Geld ins Internet werfen will, sozusagen, dann gibt es immer eben dieses sogenannte Double Spending Problem. Und das sagt aus, dass man eben, niemand kann verhindern, dass ich digitales Geld doppelt ausgebe. Weil wenn das Geld einfach sowas ist wie ein ganz normales Bild oder eine Textdatei oder was auch immer, dann kann ich das einfach copy-pasten und ich schicke dir die 10 Euro und behalte mir aber die Kopie der 10 Euro bei mir. Und Bitcoin löst das eben in einer sehr eleganten Art und Weise. Und es ist aber auch eine sehr unintuitive Art und Weise. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele Menschen eben eine Abneigung haben und Bitcoin als als ineffizient sehen. Und darum geht es auch in dem Artikel. Du hast zuvor gerade eine Stelle gehighlightet, wo es eben heißt, Bitcoin verschwendet so viel Energie wie eben ein Land wie Österreich. Und der Artikel, den habe ich geschrieben, als ich gerade im Prozess war,
Proof of Work wirklich zu verstehen und meine eigene Meinung zu ändern. Ich hatte nämlich auch die Meinung, dass es verschwenderisch ist und dass es einen besseren Weg geben muss und dass es eben Bitcoin nichts Sinnvolles macht, sozusagen. Aber zu verstehen, dass diese unforgeable costliness, also die Arbeit, die in Proof of Work gemacht wird, nicht repliziert oder nicht gefaked werden kann. Es ist nachweisbar, dass diejenigen, die behaupten, ich habe hart dafür gearbeitet, dass diese Transaktionen validiert werden und so weiter und so fort, also dass diese Transaktionen in Ledger überhaupt aufgenommen werden, das kann man nicht beschummeln. Das ist so tief in allem, was wir über dieses Universum wissen, verankert. Das ist in thermodynamischen Gesetzen verankert, das ist in Physik verankert im Endeffekt. Und das zu verstehen, meiner Meinung nach, ändert alles. Denn in dem Artikel, deswegen ist auch die Statue von David abgebildet, es ist mehr oder weniger so, als würde man eine wunderschöne Statue der Renaissance sehen. Und wenn du vielleicht etwas weiter runterscrollst, genau hier sieht man die Modern Blocks of Marbles, ist, wie ich das genannt habe. Wenn du noch weiter runterscrollst, bis du zur Statue kommst, das ist eben, die Idee ist, wenn du so eine Statue siehst, du weißt, dass da sehr viel Arbeit drin steckt und du kannst das auch nicht irgendwie fälschen, die Arbeit, die in sowas reinkommt. Und das ist die ähnliche Idee in Bitcoin. Also man sieht sich quasi einen Block von Marmor an und wenn es die Form einer wunderschönen Statue hat, dann weiß man, okay, da ist sehr hart und lange dran gearbeitet worden. Und darum ist es auch wertvoll. Irgendwo. Warum hat diese Statue überhaupt einen Wert? Warum hat Kunst einen Wert und so weiter und so fort? Das sind alles interessante Fragen, die auch meiner Meinung nach mit dem ganzen System zusammenhängen. Und damit wir auch zur Zwischenfrage werden, damit wir endlich mit diesem Mythos aufräumen, mit der Energieverschwendung. Die Energiekonsumption, der, so wie ich das verstanden habe, auch durch die Studie von dem Christopher Bendixson, glaube ich, wie der heißt, der hat ja eine wissenschaftliche Studie daraus gemacht, wie viel Energie tatsächlich sozusagen aus erneuerbaren Energiestrukturen in die Bitcoin, in das Bitcoin-Mining sozusagen fließt. Das sind ja über 80%. Also ich meine, ja, ich sage mal konservativ 78%, glaube ich, aber es sind vielleicht sogar 85% Maximum. Und es ist eine gewaltige Menge an erneuerbarer Energie, oder? Ja, absolut. Und das ist auch eine sehr, sehr schöne Sache. Aber meiner Meinung nach ist das einfach nur jetzt ein glücklicher Zufall. Und meiner Meinung nach, selbst wenn das alles Kohlekraftwerke wären oder Atomkraftwerke wären, egal wo die Energie herkommt, auch wenn das alles die schmutzige Energie wäre, meiner Meinung nach wäre es das trotzdem wert. Und es ist so ähnlich wie Autos brauchen Energie. Ein Kühlschrank braucht Energie. Wollen wir wirklich zurückgehen in eine Welt, wo es keine Autos und keine Kühlschränke gibt? Und Seyfedin Amous, der Autor vom Bitcoin-Standard, verbildlicht das auch ganz gut, dass je fortgeschrittener eine Zivilisation ist, desto mehr Energie verwendet sie. Und das ist nicht unbedingt eine schlechte Sache. Und es gibt auch in der Science-Fiction-Welt gibt es diese Einstufung von Zivilisationen. Und wir sind noch nicht einmal eine Stufe Null Zivilisation. Also Stufe Null wäre eine Zivilisation, die die ganze Energie von ihrem Heimatplaneten verwendet. Und dann geht es weiter. Stufe 1 wäre eine Zivilisation, die die ganze Energie von der Sonne verwendet. Und dann geht es weiter auf Sonnensystem, Galaxie und so weiter und so fort. Und die Idee ist eben, je weiter fortgeschritten eine Zivilisation ist, desto mehr Energie verwendet sie. Und auch, was mich so ärgert bei der Energiefrage, es ist ein sehr oberflächlicher Angriff. Denn wenn man etwas tiefer bohrt und sich zum Beispiel ansieht, warum normales, unter Anführungszeichen, Geld, warum der Euro und der Dollar und der Yen überhaupt Wert hat, das braucht auch sehr viel Energie. Es braucht Staaten, es braucht Militär, das braucht Taxation, also Steuern, das braucht Taxation Enforcement, das heißt, man braucht sehr, sehr viele Menschen, die einen regelrecht dazu zwingen, Steuern zu zahlen und die einen auch wegsperren, wenn man verweigert, Steuern zu zahlen. Und die ganze Maschinerie dahinter ist sehr viel größer wie nur Banken und Gelddruckmaschinen und Bankgebäude und Tresore und Fort Knox und so weiter. Das spielt auch alles mit und Geldtransporter brauchen auch Geld und Bankgebäude brauchen auch Energie.
Aber es ist ein sehr, sehr oberflächlicher Vergleich. Und meiner Meinung nach, wenn eine harte Währung, die noch zu digital und programmierbar ist und viele andere Vorteile hat, wenn die etwas Energie verbraucht, ist meiner Meinung nach absolut okay. Und was auch noch dazu kommt, was viele Menschen nicht verstehen, ist, der Energieverbrauch wird nicht unendlich weiter steigen, denn es ist ein Zusammenspiel von der Größe des Netzwerks und von der Sicherheit des Netzwerks. Und Und der je. Effizienz der Hardware, oder? Ja, genau. Genau, die Hardware wird effizienter, und wie du auch richtig gesagt hast, eben, es werden sehr viele erneuerbare Energien verwendet, dass sie da gestrandete erneuerbare Energien einfach am billigsten sind. Und mit dem wird sonst nichts gemacht. Und das ist auch mit Methankraftwerke zum Beispiel, da könnte man auch argumentieren, dass Bitcoin sehr wohl einen positiven Beitrag zur Umwelt leistet. Denn wenn diese Gase einfach so in die Atmosphäre kommen, ist das sehr viel schädlicher, wie wenn man sie verbrennt und die Energie verwendet. Nur Energietransport ist sehr teuer und Energiespeicherung auch. Und da kann man einfach Bitcoin-Miners anschließen, diese Gase verbrennen, gratis Energie gewinnen sozusagen und diese Energie in Bitcoin speichern. Und besser für das Unternehmen, besser für die Umwelt und ja, besser für uns alle. Und es sind aber, also nur das alles irgendwie zu begreifen und auch das alles einmal zu hören und in Kontakt zu kommen mit diesen Ideen, ist schon sehr viel Aufwand und sehr, sehr schwierig, das alles zu verstehen. Und der leichtere Weg ist natürlich zu sagen, ah, es ist alles unendlich schlecht und es ist so verschwenderisch und Bitcoin wird die Welt zerstören und so weiter und so fort. Die ganzen negativen Argumente zu glauben, ist sehr viel einfacher. Ich möchte nur was zusammenfassen für die Menschen, die komplett neu sind in der Landschaft quasi von Bitcoin. Noch einmal, ich glaube, es ist ganz wichtig festzuhalten, da geht es sozusagen wirklich um die Sicherheit, um einen Wert, den wir quasi, also wir nehmen quasi die Langsamkeit, die Ineffizienz, der hohe Energieverbrauch, Energie, die eh schon da ist, ja, die wir quasi dann verbrauchen für das Bitcoin, also für die Rechenleistung, für das Bitcoin, für die Arbeit, Proof of Work, ne, der Beweis der, wie sagt man da, der Beweis der Arbeit, die hinein investiert wird. Ja. Dafür ist es, und wenn, nur kurz irgendwas auch festzuhalten, geht die Gegenüberstellung nämlich, du hast vorhin die Bankenstrukturen und diese gesamte Bankenstrukturen mit dem ganzen Fiat-Geldsystem kurz erwähnt. Wenn man das, ich habe leider die Grafik jetzt nicht bei der Hand, aber da sieht man die Gegenüberstellung, was die an Terawattstunden pro Jahr verbrauchen. Ich glaube, das geht 100 bis 120, wenn ich mich versuche zu erinnern. Es sind irgendwo zwischen 100 und 120 Terawattstunden, die pro Jahr von der gesamten Zentralbanken, Banken, Fiat-Geldsystemstrukturen verbraucht werden. Im Verglichen zu Bitcoin-Mining, das zurzeit was? 20 bis maximal 30 könnte es sein, Terawattstunden. Ich meine, es ist vollkommen irrelevant jetzt, Ich aber. weiß die Zahlen nicht genau, aber es ist eben auch, es ist gefährlich, sich auf diese Vergleiche einzulassen, denn die Energieverschwendung ist meiner Meinung nach, also unter Anführungszeichen Verschwendung, ist meiner Meinung nach irrelevant. Und auch Energieverschwendung, der Begriff an sich impliziert, dass derjenige, der die Meinung hat, dass Energie verschwendet wird, glaubt, dass er oder sie die Energie besser einsetzen kann. Und wir verschwenden Energie die ganze Zeit. Ich meine, schau dir Weihnachtsbeleuchtung an, schau dir Basic an, die ganze Nacht durchlaufen. Schau, wer sagt, was Energieverschwendung ist? Ist Fernsehen schauen Energieverschwendung, wenn man sich nur Bullshit anschaut den ganzen Tag? Also es ist ein nicht sehr hilfreiches Argument. Und auch zur Verschwendung der Bankenwelt zurückzukommen, die Energie, die Banken und das jetzige Bankwesen verwenden, ist das kleinste Problem. Die jetzige Struktur des Systems ist einfach zerstörerisch in so vielen Richtungen und raubt der ganzen Welt durch Inflation und andere Tricks wie Quantitative Easing und eben das ganze Mindestreservebankwesen ist einfach ein Verbrechen quasi für alle, die ehrlich Wert erzeugen. Denn durch Inflation und wahllose Gelddruckerei wird einfach über einen gewissen Zeitraum
jeglicher Wert halbiert. Mit Dazu muss man jetzt natürlich das 100% Geldwesen, das ich Inflation auch hinein. nicht vorher verstanden hatte, Gigi, ein bisschen auch vielleicht kurz erklären. Fractional Reserve Banking, allein das Verbrechen, also es ist tatsächlich ein Verbrechen, nur man muss jetzt mal verstehen, dass das jenseits eines strafrechtlichen Tatbestandes ist, was diese Banken durch Fractional Reserve Banking machen. Ja? Vielleicht kannst du das selber mit deinen Ja, eigenen Worten mal es erklären. ist sehr schwierig zu verstehen. Ja, also der zweite Teil der Artikelserie beschäftigt sich im Detail, oder sagen wir in groben Zügen mit diesem Thema, weil im Detail sich mit den einzelnen Puzzlestückchen zu beschäftigen. Man kann ganze Bücher darüber schreiben und Leute haben das auch gemacht. Und die ökonomische Seite ist sehr schwierig zu verstehen, denn das jetzige finanzielle System ist eigentlich dazu designt, um es eben nicht zu verstehen, meiner Meinung nach. Es ist alles in Jargon versteckt und was wirklich im Hintergrund passiert, wird weder in Schulen unterrichtet noch von der breiten Masse verstanden. Auch nicht auf der Meiner Uni übrigens, ja, auch nicht auf der Universität. Da wird der Ja, auch nicht. Keynesianismus beigebracht. Der Keynes war übrigens kein Ökonom und hatte auch keine Ahnung von Kapitaltheorie. Also das muss man halt dazu sagen, was da Und wirklich, womit da wirklich Gehirn gewaschen wird. Ja. ja, absolut. Und man muss aber auch dazu sagen, es ist also jede Economy ist ein sehr komplexes System und es ist auch schwierig, da Modelle aufzubauen. Und wir haben geschichtlich sozusagen herausgefunden, dass eine freie Marktwirtschaft am besten funktioniert. Jegliche Zentralplanung ist immer absolut kläglich gescheitert. Überall, wo es probiert worden ist, sind Millionen von Menschen verhungert und gestorben und so weiter und so fort. Aber eben in dem zweiten Teil der Artikelserie, da geht es eben los mit quasi der Financial Ignorance. Das ist genau das, was du erwähnt hast. Also die generelle Ignoranz der breiten Masse und auch von mir selbst. Also ich habe es am eigenen Leib erfahren. Bevor ich mit Bitcoin in Kontakt gekommen bin, hatte ich keine Ahnung, wie das alles funktioniert, was die ganzen Worte bedeuten, was der ganze Jargon, der Hintergrund des ganzen Jargons ist, was überhaupt was das Mindestreservebankwesen zum Beispiel ist und was es impliziert. Und auch Inflation zum Beispiel. Die meisten Menschen denken nicht wirklich tiefgreifend über Inflation nach und hören so Phrasen wie stabiles Wachstum. Und stabiles Wachstum ist ein Widerspruch in sich. Alles, was prozentuell von Jahr zu Jahr steigt, kann niemals stabil sein. Es sind immer exponentielle Kurven und jede exponentielle Kurve kollabiert irgendwann oder flacht aus. Und egal wie hoch die Inflationsrate ist, auf eine gewisse Zeit halbiert sich immer jeglicher Wert, den man anspart in normalem Geld. Und daher kommt auch der ganze Wahnsinn mit, man muss sein Geld anlegen und sein Geld investieren und man muss alle möglichen Indexfonds anlegen und quasi, man muss ein Experte sein im Finanzwesen, dass man nur seinen Wert frei behält. Vor nicht allzu langer Zeit, in Zeiten von Goldstandard, war das alles nicht möglich, nicht notwendig, denn die Währung war hart und wenn ich mein Geld unter die Matratze lege, das ist in 100 Jahren noch mehr oder weniger gleich viel wert wie jetzt. Wenn ich das jetzt mit Euros mache, in 100 Jahren gibt es keinen Euro mehr wahrscheinlich. Aber auch wenn ich es nur auf 30 Jahre mache, dann ist mindestens die Hälfte von dem Geldwert weg. Und das alles zu verstehen und zu verinnerlichen, ist ja eine interessante Erfahrung, denn Geld ansparen macht keinen Sinn und daher kommt auch die Idee von der Time Preference, also dass die jetzige Gesellschaft einfach dazu getrimmt ist, auf Schulden zu leben, alles auszugeben, nichts anzusparen, auf kurze Zeiträume zu denken und einfach nur zu schauen, dass es ja, dass die nächsten 6 Monate noch passt und was danach ist, quasi hinter mir die Sintflut. Und das stimmt sowohl in Politik als auch im Bankwesen, als auch meiner Meinung nach gesellschaftlich und in persönlichen, ja, auch in persönlicher Entwicklung und familientechnisch. Wie viele Businesses werden schon aufgebaut, die über mehrere Generationen bestehen? Das sind sehr wenige. Und vor ein paar hundert Jahren war das noch ganz anders. Das sind interessante Überlegungen. Ne? Oh ja, so sieht Hyperinflation So, aus. ja, so, ich meine, das muss man dazu sagen, das sind Geldscheine während der, richtig, so 1920er Jahre, Weimarer Republik.
Kann es sein? Ja, genau. Okay, also Und Hyperinflation, ja? genau. Und das Gleiche passiert jetzt gerade in Venezuela. Und wenn man ins Internet geht und Venezuela einfach nur in Google Image Search eingibt, dann wird man genau das Gleiche sehen. Die Menschen werfen ihr Geld auf die Straße, machen Kunst damit, spielen damit, so wie hier die Kinder. Die falten Handtaschen aus ihren Geldscheinen und die Geldscheine sind einfach überhaupt gar nichts mehr wert. Und das passiert eben, wenn Regierungen einfach wahllos Geld drucken. Und so sieht eine weiche Währung aus dann. Und Bitcoin ist eben das Gegenteil. Es ist die härteste Währung, die die Welt je gesehen hat. Sehr viel härter als Gold. Bitte geh noch mal drauf ein. Warum ist es die härteste Währung? Warum ist es das härteste Geld, das jemals in der Menschheitsgeschichte kreiert wurde? Also, wenn du noch etwas weiter runter scrollst, der Ablauf von dem Artikel ist eben von der Inflation dann auf, warum ist etwas überhaupt wertvoll? Und das ist eine interessante Frage, denn was wir wirklich wertschätzen als Menschen ist, es ist mehr oder weniger eine arbiträre Entscheidung, was wir wertvoll finden und was nicht. Aber auf der anderen Seite finden wir nur Dinge wertvoll, wenn sie gewisse Eigenschaften haben. Und diese Eigenschaften sind zum Beispiel Seltenheit. Und auch, dass es nicht verrottet zum Beispiel. Äpfel sind nicht wirklich wertvoll, außer man ist ganz extrem hungrig. Aber eine Kiste Äpfel verliert nach ein paar Monaten ihren Wert. Und somit alles, was wertvoll ist, muss gewisse Eigenschaften haben. Und Gold hat all diese Eigenschaften und war somit auch bis jetzt die härteste Währung. Es ist sehr schwer zu fälschen. Es ist sehr leicht zu überprüfen, ob es wirklich Gold ist oder nicht. Es hält unendlich lange. Es ist extrem selten auf der Erde. Es ist sehr schwer, mehr davon zu produzieren. Und diese ganzen Eigenschaften hat Satoshi Nakamoto, der Erfinder von Bitcoin, probiert, in Bitcoin auch abzubilden. Und er hat in seinen ersten Forum-Posts eben des Öfteren den Vergleich mit seltenen Metallen gemacht und hat eben auch, daher kommt auch diese ganze Sprache von Mining und von quasi nach Bitcoins schürfen sozusagen. Es lehnt sich alles sehr an Gold und andere seltene Metalle an. Und sobald man die Wertfrage stellt, dann kommt man auch sehr, sehr schnell zu Geld und zu der Frage, was ist Geld? Und ich kann jedem empfehlen, das Buch von Seyfeddin Amous, das du vorher in die Kamera gehalten hast. Ja, genau. Also nur damit, das ist eine Pflichtlektüre. Es wird übrigens auf Deutsch bald rauskommen, nur für die Leute, die überhaupt kein Englisch sprechen. Mittlerweile ist es schon 10 bis 13 Sprachen, sogar auf Chinesisch mittlerweile auch schon übersetzt worden. Das ist eine Pflichtlektüre, finde ich, in jede Schule, in jedem Kindergarten. Ja. Und vielleicht für die, ich weiß nicht, ob es hier auf Englisch gibt von Andreas M. Antonopoulos, ein anderer Kapuzunder, Internet of Money 1 und 2, für ganz frische Einsteiger und das Mastering Bitcoin. Ja, das ist sehr, sehr gut. Die zwei kleinen Bücher von Andreas sind sehr, sehr gute Klolektüre, denn das sind einfach quasi ein bis zwei Kapitel, die kann man in ganz kurzen Sessions durchlesen und die hängen auch nicht zusammen. Da geht es nur darum, quasi, was ermöglicht Bitcoin. Auch die Implikationen. Und Entschuldigung, ich möchte jetzt nicht allzu sehr ins Detail, aber dieses Buch, ich habe eine Schwierigkeit gehabt, dieses Buch überhaupt zu bekommen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Carol Quigley, dann überhaupt das ganz größere Bild zu verstehen. Also das basiert auf deklassifizierten internen Dokumenten von Cecil Rhodes Group. Ich meine, wenn man das mal verstanden hat, dann weiß man, die Agenda dahinter auch zu verstehen. Aber, ja. Meine Bücherliste wächst sehr viel schneller, wie ich die Bücher lesen kann. Ich weiß, es ist auf meiner Leseliste, aber ich habe es noch nicht gelesen. Aber ja, es ist eine sehr, sehr weitreichende Sache alles. Und eben auch die Frage, was ist Geld, um auf das zurückzukommen, ist für die meisten Menschen fast unmöglich zu beantworten. Weil man spricht nicht darüber, man lernt es nicht. Seyfeddin beschreibt das eben ganz gut, die unterschiedlichen
Gelder, die wir in der Geschichte gehabt haben. Also er geht sehr tief in the history of money, wie sich Geld entwickelt hat, was wertvoll war, was alles als Geld verwendet worden ist. Es gibt auch einen sehr guten englischen Artikel von Nick Szabo, der nennt sich Shelling Out, und da geht es auch darum, dass eben zum Beispiel in Bergbereichen, also in gebirgigen Bereichen der Welt, Muscheln verwendet worden sind als Geld, und überall an der Küste sind Bergkristalle zum Beispiel verwendet worden, weil einfach alles, was irgendwie in der Region selten ist, wird verwendet als Geld, und es muss natürlich auch Schlag halten und so weiter und so fort. Und die Frage, was ist Geld, impliziert eben auch, dass es verschiedene Geldsorten gibt. Und Seyfedin beschreibt das ganz gut, was ist hartes Geld und was ist weiches Geld. Und hartes Geld hat mehrere Eigenschaften, aber die wichtigste ist die sogenannte Stock-to-Flow-Ratio. Das heißt, wie viel gibt es davon und wie viel wird jedes Jahr neu produziert? Wenn der ganze Bestand schon da ist, so wie bei Gold jetzt, mehr oder weniger, es ist sehr viel Gold schon gemeint worden. Es ist eigentlich gar nicht so viel, es sind ungefähr 2 Swimmingpools voll, aber sind zurzeit, glaube ich, insgesamt 185.000 bis 195.000 Tonnen an Stock, also an bestehendem Gold, genau. Oder? Also quasi da. Aber man bringt es in eine Lagerhalle, weil Gold so schwer ist. Also es ist nicht richtig, so viel von Gold. Und wir sammeln eben schon sehr, sehr lang Gold, also über Tausende von Jahren. Und somit ist das ganze Gold, was ist jetzt sehr schwer zu erreichen, sehr tief vergraben, unter Meeresboden zum Beispiel und so weiter und so fort. Also die Low-Hanging-Fruits an Gold haben wir alle schon, und man müsste jetzt auch zum Beispiel anfangen, Asteroiden zu meinen oder sonst was, um wirklich sehr viel mehr Gold herzuholen. Und das Interessante an Bitcoin ist eben, dass es mathematisch vordefiniert ist, wie viel Bitcoin es geben wird. Und wenn du ganz, ganz leicht nochmal raufscrollst, wo der Pfeil ist mit You Are Here, ist die eine weiße Grafik mit 2 Linien, die sich überschneiden. Genau. Das war sie. Okay. Eine darunter. Ich glaube, wir haben eine leichte Verzögerung, das macht es etwas schwierig. Das da? Nein. Ist es das? Oder nein, das ist die Formel. Bitcoin Control Supply. Und da sieht man auch, wie früh wir eigentlich noch sind in der ganzen Geschichte. Also jeder, der das irgendwie hört und sieht und meint, er hat den Zug verpasst, meiner Meinung nach fährt der Zug noch ein paar hundert Jahre weiter, man hat noch nichts verpasst. Denn bis, ich glaube, 2140, also bis zum Jahr 2140, werden noch neue Bitcoins gemeint. Und das sieht man hier, es ist eben eine asymptotische Kurve, das heißt eben, am Anfang ist Minen sehr, sehr, sehr leicht und es kommen viele neue Bitcoins und dann wird es immer flacher und geht gegen Null. Und somit weiß man auch, eben es wird nur 21 Millionen Bitcoins geben und es wird niemals mehr werden. Und solange unsere Annahmen in der physikalischen Welt und unsere mathematischen Annahmen stimmen, und ich muss dazu sagen, unsere ganze Zivilisation und alles, was wir haben, jeder Computer, alles, was irgendwie funktioniert, basiert auf diesen Annahmen. Also falls die nicht stimmen, dann zerfällt die Welt so oder so. Aber solange diese Annahmen stimmen, wird auch dieser Graph stimmen. Und es wird niemals mehr Bitcoins geben. Es wird, das System wird einfach weiter funktionieren. Und das war für mich sehr, sehr wichtig zu verstehen. Ich möchte nur für die Zuseher, das sind ganz wichtige Punkte, ganz extrem wichtige Punkte, die du ansprichst. Also zunächst einmal noch einmal, es ist in Stein gemeißelt. Also die Gesamtmenge von Bitcoin ist zunächst einmal in Stein gemeißelt. Ab der ersten Version, ich glaube 0.1 oder so, wie ich das von Satoshi Nakamoto in einem Zitat mal gelesen habe, quasi. Und die magische geheime Sauce noch dazu, für diese quasi, wie viel quasi nachproduziert wird oder in welche Geschwindigkeit oder mit welcher Schwierigkeit, nennt man, glaube ich, Difficulty Adjustment. Korrigiere mich bitte, wenn ich was falsch sage. Okay. Das sind ganz wichtige Punkte und Kriterien, warum das härteste Geld in der Menschheitsgeschichte ist. Ja, genau. Es ist eben sehr schwierig zu verstehen. Also ich kann mit allen mitfühlen, für die das einfach sehr, sehr viel ist, weil bei mir war das ein jahrelanger Prozess, auch das zu verstehen. Und man muss einfach sich durch sehr viel Materie und sehr viele Bücher und Artikel und andere Dinge durcharbeiten. Und ich muss dazu sagen, ich hatte einen sehr unfairen Vorteil. Ich habe Informatik studiert und verstehe zumindest die technischen Aspekte wahrscheinlich
überdurchschnittlich gut, aber dadurch, dass viele verschiedene Teile zusammenspielen und eben die ganzen ökonomischen Hintergründe und auch die Game Theoretical Aspects, also die warum das ganze System warum das ganze System überhaupt funktioniert, wenn mehrere Parteien daran teilnehmen, die eigentlich sich gegenseitig was Böses tun wollen, sozusagen. Jeder ist auf seine eigene Art und Weise egoistisch und will eben so viel Geld wie möglich nur sammeln, aus viele Bitcoins in dem Fall wie möglich nur sammeln. Warum das trotzdem alles funktioniert und auch warum man nicht einfach einen Bitcoin kopieren kann oder nicht einfach den Code verändern kann, wie man will, ist alles sehr schwierig zu verstehen. Ich habe probiert, im ersten Teil der Artikelserie etwas darauf einzugehen. Man musste jetzt aber nicht hinhüpfen, denn da können die Zuhörer selbst mal drauf schauen und die philosophischen Hintergründe quasi sich zu Herzen nehmen, denn zu verstehen, warum etwas in einer digitalen Welt unveränderlich sein kann, wenn etwas noch dazu Open Source ist und jeder kann es kopieren, jeder kann es verändern, jeder kann es anschauen, man kann in der Theorie seinen eigenen Coin eben starten, was die letzten Jahre Tausende oder Zehntausende von Menschen gemacht haben. Aber warum das alles irrelevant ist und Bitcoin bleiben würde, ist eben relativ schwierig zu verstehen. Und nach den ökonomischen Überlegungen gibt es eben noch viele andere weitere Rabbit Holes, in die man reinfallen kann. Also, ich weiß nicht. Ah, das sieht man sehr schön. Das ist sehr gut, dass du da jetzt bist, weil um auf den Punkt von Gold und der Hartheit der Währung zurückzukommen. Aha. Im nächsten Jahr ist Bitcoin ziemlich genau gleich hart wie Gold, sogar etwas härter. Und das heißt, es wird den Stock-and-Flow-Ratio quasi, was da ist und was jährlich dazukommt, dieses Verhältnis, ich muss das immer für die Zuseher, für mich auch selbst immer erklären, Gold übersteigen. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Okay. Genau. Und eben Bitcoin funktioniert auf eine sehr unintuitive Art und Weise und es hängen sehr, sehr viele Dinge zusammen und die Verknappung von neuen Bitcoins, die eben gemeint werden können, die hängt zusammen auch mit der Verteilung zum Beispiel von Bitcoins und eben mit der Inflationsrate von Bitcoins und hängt eben auch mit der Härte des Geldes zusammen und beeinflusst die Stock-to-Flow-Ratio. Und alle 4 Jahre wird die Anzahl, wie viele neue Bitcoins gemeint werden können, halbiert. Und 2021 steht da. Ich glaube, es ist 2020. Ich weiß nicht, ist es nicht Mai 2020 die nächste Halbierung? Kann das sein? Ich glaube, es ist die nächste Halbierung ist 2020. Der Graph stimmt trotzdem, denn zwischen 2020 und zwischen 2021 ändert sich nichts. Okay. Da bleibt es gleich. Und ich habe nur probiert, das hier darzustellen, dass es eben exponentiell steigt. Und ich musste in 2030 aufhören, weil sonst macht der Graph überhaupt gar keinen Sinn, weil dann sieht man Gold nicht mehr, nichts anderes mehr. Weil es geht nämlich so exponentiell weiter bis 2140. Und die Stock-to-Flow-Ratio geht ins Unendliche, denn der neue Flow geht gegen, also der neue Flow ist ab 2140 null. Und somit ist ein exponentieller Graph, der in die Unendlichkeit geht, visuell darstellen, macht keinen Sinn mehr. Und ich glaube, dass ab dem nächsten sogenannten Halvening, wo sich das alles nochmal halbiert, eben ab 2020, werden viele traditionelle Investoren auch aufwachen. Ich glaube, es ist gerade dabei, dass das passiert, aber es gibt viele reiche Leute, die einen Großteil von ihrem Wert sehr divers anlegen und da ist Gold auch dabei und dann da jetzt eben Bitcoin langsam. Aus einer Notwendigkeit heraus. Das muss man dazu sagen. Ja, genau, aus deiner Notwendigkeit heraus. Weil alles andere, wenn man die Wahl hat, 1 Million Euro in Gold anzulegen oder 1 Million Euro in Bitcoin anzulegen, ab nächsten Jahr ist Bitcoin die bessere Wahl. Mhm. Also rein von einer Stock-to-Flow-Perspektive gesehen ist die bessere Wahl. Der Markt wird das noch nicht ganz widerspiegeln wahrscheinlich. Bitcoin wird wahrscheinlich sehr instabil bleiben. Wie lang steht in den Sternen? Aber es ist eine interessante Überlegung, dass Bitcoin Gold überholen wird. Nur ganz ein kurzer Zwischenpunkt. Wir hören das ja die ganze Zeit. Das ist so
Das ist quasi Mainstream, ja. Also das Erste, was quasi für die Menschen, ich habe das auch gestern wieder gehört, bei Freunden und so, wo ich war, naja, Bitcoin steigt ja wieder. Na, Bitcoin ist im Steigen. Ich meine, das ist das Einzige, was quasi die Menschen interessiert, ja. Wobei, ich meine, man muss schon dazu sagen, dass die Preisbildung oder der inhärente Wert von Bitcoin ist quasi aus diesen Faktoren heraus, auch aus der Volatilität. Ich finde sogar auch aus der Spekulation heraus ergibt sich dann die Preisbildung und sozusagen dann schlussendlich die Kaufkraft einer jeden Absolut. Einheit eines Bitcoins. Ein Bitcoin ist 100 Millionen Absolut. Satoshis. Ja, und deshalb sage ich den Leuten, Absolut. bitte betrachtet es nicht jetzt noch nicht so als klassisches Transaktionsmedium. Wir brauchen das nicht in den modernen, entwickelten Ländern noch, ja, weil jeder sagt ja, wozu brauche ich das? Ich kann in meinen Kaffee mit Bankomaten, Cash oder Kreditkarte zahlen. Ja, richtig. Aber wenn wir alle das kollektiv irgendwie als Wertanlage sehen, ich weiß, ich komme da jetzt von Hundert ins Tausendste, aber ich möchte ein bisschen immer zwischendurch so die Prinzipien dahinter für die Menschen ein bisschen verständlich aufbereiten, vor allem für die Menschen, die total irgendwie verwirrt oder ja in diesem Labyrinth sind von Bitcoin. Ja, was du am Anfang gesagt hast, dass quasi jeder den Preis hört, das stimmt. Und meiner Meinung nach ist das aber auch ein Feature und kein Bug. Weil der Preis ist der Hauptgrund, warum Menschen eingefangen werden, warum quasi die Gravitationskraft von Bitcoin überhaupt existiert. Und das ist der erste Schritt eben in dieser Welt. Ich glaube, für fast die. Es gibt ein paar Menschen, ein paar Ausnahmen, die kommen aus der rein technischen Seite dazu, dass sie eben Kryptografie-Experten sind. Und es gibt vielleicht ein paar Austrian Economists, die es sehr früh entdeckt haben und die quasi ökonomischen Ideen dahinter sehr, sehr interessant finden. Aber mehr oder weniger alle Menschen kommen zu Bitcoin wegen dem Preis. Und der nächste Bullrun wird kommen. Also es wird. Davon bin ich überzeugt, dass es nochmal einen irren Hype geben wird, so wie das in 2017 war. Und dann werden wieder alle Menschen auf Bitcoin hüpfen und sehr viel Geld verlieren. Und ein paar werden bleiben. Ja, Und so will die das Massenpsychologie leider dahinter. Ja, es wird dann immer leider dann interessant, wenn der Bitcoin wieder auf 50 oder 100.000 Euro ansteigt. Aber gut, so ist die menschliche Massenpsychologie. Ja, Muss man dazu sagen, ja. genau. Und auch der psychologische Aspekt, den du angesprochen hast, von warum brauche ich das überhaupt? Das funktioniert ja eh alles. Ist genauso richtig. Also es stimmt, dass in der entwickelten Welt Bankomatkarten und Kreditkarten und auch Cash sehr, sehr gut funktioniert. Und ich glaube eben auch, dass das total okay ist. Und es tut sich jetzt diese Parallelwelt von Bitcoin auf. Und es gibt einige Länder, wo Bitcoin das beste Geld ist. Zum Beispiel Venezuela und Menschen haben keine andere Wahl mehr fast, also es stimmt nicht ganz, weil in Venezuela verwenden viele natürlich Dollar und andere stabile Währungen. Aber da macht Bitcoin sehr viel mehr Sinn als Wertanlage, als um Transaktionen durchzuführen, wie im Vergleich in Österreich. Aber du sagst das richtig, als Wertanlage zu sehen, ist meiner Meinung nach der erste große, Genau. wichtige Schritt. Und Bitcoin ist die beste Wertanlage der letzten 10 Jahre, egal was man sich anschaut. Es hat alles andere absolut in den Schatten gestellt. Auch mit dem letzten Crash, der einen 90 oder 80% einbuchte. Und trotzdem ist es nach wie vor the best performing asset, also die beste Wertanlage. Und ich glaube, es ist auch wichtig zu erwähnen, dass Geld mehrere Funktionen hat. Und eine Funktion davon ist die Wertanlage. Bitcoin ist dabei, diese Funktion zu entwickeln. Und Transaktionen und billige oder fast gratis Transaktionen sind gerade im Kommen. Also die nächsten Entwicklungen auf Bitcoin, meiner Meinung nach, sind auf höheren Ebenen angesetzt. Im Lightning Network zum Beispiel, was eben ermöglicht, im Internet ganz, ganz leicht kleine Bezahlungen durchzuführen, sogenannte Micropayments und andere Geschichten. Und auch der Unit of Account Aspekt von Bitcoin, dass man quasi alles nur mehr in Satoshis angibt an Preisen. Das wird auch kommen. Und in gewissen Bereichen im Internet ist das schon der Fall. Also auf allen möglichen Trading-Plattformen, wo Bitcoins gegen andere Coins, gegen sogenannte Altcoins oder wie die meisten Bitcoiner dazu sagen, in sogenannte Shitcoins getradet wird, da ist Satoshi und Bitcoin schon
die Grundwährung. Da wird alles, der Preis von Ethereum wird in Bitcoin gerechnet, der Preis von Bitcoin Cash wird in Satoshis gerechnet und so weiter und so fort. Und es ist sehr interessant, das zu beobachten, dass alle drei Aspekte von Geld sich in Bitcoin gleichzeitig zu entwickeln. Also sie entwickeln sich alle drei gleichzeitig. Und noch etwas, was mir vorher eingefallen ist. Okay, also das ist mal das Allerwichtigste. Und ich versuche da irgendwie auch für uns alle irgendwie oder für die Menschen da draußen einen Plan zu erstellen, wie wir diesen Prozess für sich individuell, aber auch als Zivilisation, wie wir das quasi beschleunigen können. Also du hast gesagt, wenn wir Bitcoin zunächst einmal als einfach nur als Wertanlage halten, besitzen oder wie auch immer, im Eigentum haben, ja, dann und alles andere quasi, also die transaktionellen Geschichten quasi, die Einheit eines Bitcoins, die Bezahlfunktionen, die zweite, dritte Schicht, wie man so schön sagt, ne, Lightning Network, das wird sich ja alles quasi parallel in Synchronizität simultan entwickeln. Oder wie siehst du das? Mhm. Ja. Ja, ich sehe das genauso. Also meiner Meinung nach entwickelt sich es auf mehreren Schienen in einer irrsinnigen Geschwindigkeit. Und auch wenn viele Technologisten der Meinung sind, dass sich Bitcoin sehr, sehr langsam bewegt, meiner Meinung nach auch wieder ein Feature und kein Bug, im Hintergrund passieren sehr, sehr viele interessante Sachen. Also es sind jetzt einige Base Protocol Upgrades in der Mache und Bitcoin ermöglicht dann sehr viel mehr neuartige Dinge einfach. Zum Beispiel das Lightning Network ist nur möglich durch ein vorheriges Protokoll Upgrade. Es war in einer älteren Bitcoin-Version ist das nicht möglich. Und Bitcoin kann sich durchaus verändern. Es ist aber schwierig, Bitcoin zu verändern, denn die Veränderungen müssen auch rückwärtskompatibel sein. Und das sogenannte SegWit-Update, Segregated Witness, hat einen Fehler in Bitcoin gefixt, den Transaction Malleability Bug. Und ich muss mich entschuldigen, die deutschen Wörter dazu finde ich jetzt nicht. Aber erklär's bitte kurz. Was ist Segregated Witness? Ich meine, ich weiß es ungefähr, aber vom Prinzip, bitte. Also Segregated Witness ist eine Änderung in der Blockstruktur, dass quasi die Unterzeichner werden alle zusammengefasst und ans Ende angefügt. Und somit ist sehr viel mehr Platz in einem Block. Und sozusagen die Signaturen von den Schecks, um da eine alte Metapher zu nehmen, das ist jetzt nicht mehr auf jedem einzelnen Scheck drauf, sondern man hat einen Stapel voller Schecks und alle, die das unterzeichnen müssen, machen das separat auf einen Zettel sozusagen. Und das klingt jetzt alles sehr, sehr einfach. Die technischen Details sind sehr viel komplizierter, wie das jetzt so klingen mag. Aber das ist mehr oder weniger, was da abgegradet worden ist. Und eben, es ist rückwärtskompatibel, also der alte Weg funktioniert noch genauso. Und wenn man einen alten Bitcoin-Client hat, der das nicht versteht, quasi das neue System, dann funktioniert das genauso. Aber alle neuen Clients, die eben dieses Upgrade machen und damit arbeiten wollen, können damit arbeiten. Und aufbauend auf dem hat sich das Lightning Network entwickelt. Also das war im Vorhinein schon klar, dass das funktionieren wird. Und in der Theorie wurde das da auch schon ausgearbeitet. Aber die ersten Implementierungen sind dann erst wirklich live gegangen nach diesem Segwit-Upgrade. Und jetzt in den nächsten wahrscheinlich 6 bis 12 Monaten, meiner Meinung nach wird das sehr schnell gehen, kommen weitere Upgrades, die auch den Privacy-Aspekt von Bitcoin verbessern zum Beispiel. Das ist eine große Kritik ist von vielen Altcoin-Usern und anderen Privacy-Advokaten. Und es kommen eben neue Signaturmechanismen und Signature Implementations, Schnorr Signatures ist der Name dafür, vom Kryptographie-Experten Schnorr entwickelt, die es ermöglichen, mehrere Signaturen zu kombinieren und es sieht dann so aus, als wäre das nur eine einzelne Signatur. Und somit, wenn man 100 Transaktionen macht mit 100 verschiedenen Unterzeichnern, kann man das zusammenfassen und es sieht so aus, als wäre das eine Transaktion mit einem Unterzeichner sozusagen. Und das ist natürlich
ein Riesenboost an Privacy, wenn an sich einfach Privacy. Und das ist ganz wichtig, Kiki, genau. weil ich meine, ich bin jetzt nicht von unserem technischen Bereich, ich habe es nur ein bisschen die Diskussion mitverfolgt, auch in Interviews mit Andreas M. Antonopoulos, wo er gemeint hat, es ist seine Meinung, hat er gemeint, aber die Privacy, quasi die Privatsphäre erhöhen, stärken, sollte auf der ersten Schicht der Block des Bitcoin-Protokolls stattfinden, was andere wiederum irgendwie widersprechen oder sagen, nein, das sollte quasi auf der zweiten Schicht stattfinden. Kannst du das ein bisschen erklären oder worum geht es bei der Diskussion? Also, das sind jetzt im Hinblick darauf, dass die Bitcoin-Transaktionen nicht anonym sind, also oder noch nicht ganz, sondern pseudonymisiert sind. Genau. Und zu einem gewissen Teil ist das eben auch wichtig. Und es gibt da quasi zwei philosophische Ansätze dahinter, zwei Camps, in das man das aufteilen kann. Auf der einen Seite sind die Menschen, die da sind, dass der Base Layer, wirklich die Bitcoin-Blockchain, die für jeden immer einsichtlich bleiben muss. Und dass das wichtig ist, um eben zu sehen, dass keine Inflation passiert, dass eben alles mit rechten Dingen zugeht und dass jeder das ganz, ganz einfach für sich selbst prüfen kann. Wenn man das alles versteckt, dann ist das nicht mehr möglich oder nicht mehr einfach möglich. Und wenn man das hinter einem kryptografischen Schleier versteckt, sozusagen, dann können sich leicht Fehler einschleichen, wo dann komische Dinge passieren und über Umwege der Bitcoin-Supply dann doch erhöht werden kann. Und in anderen Cryptocurrencies ist das schon passiert. Zcash zum Beispiel hatte genau so einen Fehler und man kann jetzt einfach nicht sagen, gibt es jetzt mehr Zcash als vor diesem Bug oder nicht? Weil man kann es nicht überprüfen, denn alle Transaktionen sind absolut privat und man sieht nicht, wie viele Coins eingegangen sind und wie viele Coins ausgegangen sind. Auf der anderen Seite sind viele Privacy-Advokaten der Meinung, dass wenn man privat Transaktionen machen will, dass man eben das auch das Recht sollte, das machen zu können. Kann man auf sehr wohl private Transaktionen durchführen, man muss nur wissen, wie. Und ich bin auch der Meinung, dass höhere Layers, so wie das Lightwork und weitere Protokoll-Upgrades, wie eben Schnorr-Signatures, Privacy sehr, sehr weit erhöhen werden. Also bist du noch da, Gigi? Weil du bist ein bisschen abgehackt. Eine Transaktion macht. Das sind die Presse. Ja? Okay, du bist noch da. Es war ganz kurz abgehackt. Ich überlege mir gerade, ob ich mein Video abschalten sollte. Oder glaubst du, hat das nichts mit meiner Kamera? Ich weiß nicht, vielleicht hat das. Oder mit deiner Internet. Es ist wahrscheinlich mein WLAN. Okay. Mein WLAN ist wahrscheinlich mittelmäßig. Okay. Eher schlecht als recht. Okay, na, ich werde dich einfach unterbrechen, falls. Es waren nur so 10 Sekunden kurz abgehakt. Ja. Mhm. Okay, also die Frage ist eben, soll der so private werden oder nicht? Und auf Bitcoin meiner Meinung nach ist das gar nicht möglich, denn das grundlegende Protokoll, das eben, wie gesagt, in Stein gemeißelt ist, das wird immer einsehbar bleiben. Aber man kann natürlich die Dinge eben verschleiern, wenn man sich auf einen Haufen haut und eben mehrere hundert Transaktionen zusammenbündelt, dann herauszufinden, wem welche Transaktion gehört, ist schon sehr schwierig. Und eben neue Upgrades werden das noch verbessern. Privacy ist sehr, sehr wichtig und auch Fungibility ist sehr, sehr wichtig, dass jeder Bitcoin gleich gehandelt wird und gleich viel wert ist. Denn mit einer gewissen Art von Analyse könnte man zum Beispiel auch herausfinden, okay, mit diesem Bitcoin sind Drogen gekauft worden, Drogen mit Bitcoins zu kaufen ist illegal, somit, wenn man in gewissen Ländern diesen Bitcoin besitzt, dann begeht man eine Straftat. Und das wäre ja ein Wahnsinn eigentlich, oder? Ich meine, da kommt irgendein Unschuldiger quasi, der in der Kette quasi der Transaktionen ein paar Satoshi, also ein Bitcoin erhält, das irgendwie zurückzuführen ist, auch irgendwann einmal auf eine Transaktion mit der, also total irre eigentlich, oder? Aber es wäre der gleiche Irrsinn wie Euroscheine oder Dollarscheine zu verbieten, die in Kontakt mit Kokain gekommen sind.
Und das Endresultat wäre, dass man, ich glaube, 97% aller Scheine aus dem Verkehr ziehen müsste, weil irgendjemand Stiefkokain mit einem Schein stecken zu in die Geldtasche und 10 Scheine sind infiziert. Und ich glaube auch, dass das nicht wirklich ja, durchgeboxt wird vom Gesetz. Und selbst wenn die Länder, die das durchboxen wollen, die schießen sich meiner Meinung nach einfach selbst ins Knie. Und da wird dann einfach keine moderne Bitcoin-Ökonomie stattfinden. Okay, was ich noch, ein Punkt, den ich vielleicht noch vorher erwähnen wollte, ist, okay, irgendwann einmal, wenn sozusagen Bitcoin ist ja was, ich glaube, was man verstehen muss, ist wie ein schwarzes Loch, ja, dass sozusagen das gesamte Fiat-Wertanlagen und ich meine, allein wenn man bedenkt, das Geldvolumen, das zirkuliert, ich weiß nicht, es gibt ja verschiedene Zahlen, das ist irgendwo zwischen 80 und 100 Billionen US-Dollar, dann gibt es einen Immobilienmarkt global, der ist bei circa geschätzt 250 bis 270 Billionen. Also es ist irrelevant jetzt, aber Und was ich damit sagen dann möchte geht ist, es in Trillionen. dann geht es in die Trillionen. Und dann sind die Trillions in Englisch auf Deutsch Billionen oder Trillionen? Da bin ich mir total verwirrt. Also, Ah, das ist eine gute Frage. Ich also weiß Millionen, Milliarden es und Billionen, habe ich gedacht. Ich glaube, ich gar nicht dachte, genau. Dann sind Billionen sind dann Trillionen, ja. in ein Trillion auf Aber Englisch, genau. ich weiß die Und Zahlen in Deutsch. genau. Und dann würden dann quasi die Menschen irgendwann aufhören, ständig zu fragen, naja, wie ist der Preis in Dollar oder Euro, sondern es geht um die Kaufkraft einer jeden kleinsten 100 Millionstel Einheit Ja. eines Bitcoins. Das ist es, worum es dann geht. Ja, wie viel kann Ja, ein Satoshi kaufen? ich glaube, das wird noch brauchen. Ja, ich glaube, das wird noch eine Zeit lang brauchen. Das ist so soziale Wand, du sprichst. Ich glaube, da müssen die Generation oder eben in das schwarze Loch gefallen sind, wie wir zwei, die müssen erst aussterben, bis das passiert. Ich glaub, die Euro-Preise und die Dollar-Preise, die werden sich sehr, sehr, sehr lange halten. Und ich sage das auch aus Erfahrung, denn in meinem Bekanntenkreis und meine Eltern zum Beispiel, die rechnen sehr viele Dinge noch in Schilling. Und den Schilling gibt es schon lange nicht mehr. Das ist Und ja so. Hammer. Ja, das habe ich schon längst aufgehört, weil da wird mir verrückt, wenn man jeden Preis in Schilling umrechnet. Also für einen Kakao 70, 80 Schilling zu zahlen, ist einfach Aber irre. meine Eltern sind 70 und die sind quasi sehr lang mit dem Schilling unterwegs gewesen und die Ja, das rechnen sich glaube ich, ja. mit dem Schilling um. Und ich glaube eben einfach, dass ja, der soziale Wandel eine lange Zeit brauchen wird. Das heißt aber nicht, dass es nicht Menschen gibt wie dich und mich, die viele Dinge schon in Satoshis rechnen. Und ich glaube, das wird einfach parallel passieren. Und apropos schwarzes Loch, meiner Meinung nach ist das eine perfekte Metapher und ich glaube, du wirst dich über meinen nächsten Artikel freuen, der hoffentlich in ein, zwei Wochen oder so released wird. Da geht es genau um dieses Phänomen, dass eben die verschiedenen Feedback Loops, die in Bitcoin eine Rolle spielen und auch miteinander interagieren, zu diesen Effekt haben, diesen gravitativen Effekt haben, dass man quasi auch reingezogen wird. Und nicht nur das, nicht nur, dass Menschen reingezogen werden, sondern auch, dass jeglicher Wert einfach reingezogen wird. Und ich glaube, das ist, um zurückzugehen auf das Ende von dem letzten Artikel, vom technologischen Artikel, wo du jetzt gerade warst auf der Grafik vom Internet. Ich glaube, das Internet hat den gleichen Effekt, weil alles, was irgendwie mit Information zu tun hat und irgendwie in Information umgewandelt werden kann, wird vom Internet aufgesaugt wie ein schwarzes Loch. Also das Internet ist einfach das Informationsloch und saugt alles auf, was irgendwie nur in Information umgewandelt werden kann. Und ich glaube, das Gleiche wird passieren mit Bitcoin und Wert. Und alles, was irgendwie Wert hat und Wertanlagen sind und alles, was ja, irgendwie mit Geld zu tun hat, wird mit Bitcoin in Berührung kommen. Und ich glaube, Bitcoin wird einen großen Teil der World Economy aufsaugen. Wie lange das dauern wird, keine Ahnung. Also, im englischen Gespräch mit dir habe ich schon erwähnt, wenn es nur ein paar Jahre dauern würde,
wäre ich nicht überrascht, aber auch wenn es Jahrzehnte dauern würde, bin ich auch nicht überrascht. Das kann meiner Meinung nach sehr, sehr schnell passieren. Das ist eine exponentielle Technologie. Und eben wie gesagt, vor 10 Jahren oder kam gerade mal das erste iPhone auf den Markt und schau dir die Welt jetzt an. Und auf der anderen Seite braucht es aber auch oft sehr, sehr lang, bis sich das einfach, ja, bis sich die Gesellschaft wandelt. Und man wird sehen, es bleibt auf jeden Fall spannend. Genau, und du hast es angesprochen, es braucht Zeit. Ich kenne das selber von mir, ich bin ein bisschen auch vielleicht ungeduldig, weil ich weiß, ich verstehe zum ersten Mal, was das bedeuten würde für die gesamten Strukturen dahinter. Denn wir reden ja immer ständig von diesem Begriff Dezentralisierung, aber ich glaube, ich habe einige Zeit gebraucht, bis ich wahrlich verstanden habe, was es bedeutet, zentralisierte Strukturen vollkommen obsolet zu machen, durch dezentralisierte Strukturen und Netzwerke. Ich meine, das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen, mal wirklich drüber schlafen, was es bedeutet, was es für eine Kettenreaktion von Ereignissen und Auflösungserscheinungen dieser alten, modrigen, kranken Welt bedeutet. Ja? Also es sind einige gute Punkte, die du da ansprichst. Und wenn man auf der Grafik bleibt, man sieht da hier eben das Internet von 2005. Das hat jemand quasi das ganze Internet gecrawlt und sehr schön visualisiert. Und da sieht man hier, wenn man hier nur einen Knotenpunkt rausnimmt, wenn man hier etwas zensieren will, sozusagen, nimmt einen Knotenpunkt raus, ist komplett irrelevant. Es ist so verknüpft, es ist so vernetzt. Deswegen ist es auch so schwierig, im Internet irgendwas zu zensieren. Es gibt den sogenannten Streisand-Effekt. Wenn man probiert, ein Foto oder sonstige Informationen aus dem Internet zu entfernen, das Resultat ist meistens, dass sich die Information multipliziert und Leute das überall hochladen und es passiert genau das Gegenteil. Und ich glaube, eine ähnliche Metapher ist angebracht auch bei Bitcoin, weil das ist eben genau die dezentrale Struktur vom Internet, die das ermöglicht. Und das hier ist die Gegenüberstellung vom Lightning Network in seinen Anfangen mit nur einer Handvoll Nodes. Und Lightning Network, das war Ende 2018, also ist schon eine Zeit lang her. Und man sieht eben auch hier das exponentielle Wachstum und auch eben die Vernetztheit von allem. Im Internet hat man aber auch gesehen, dass sehr wohl sich wieder zentrale Knoten auftun können. Und ich glaube, bei Bitcoin kann das auch der Fall sein. Aber Bitcoin hat eben immer die Möglichkeit, so wie auch das Internet immer die Möglichkeit hat, der Zentralisierung auszuweichen. Also das ist auch der Grund zum Beispiel, warum ich jetzt die Artikel auf meine eigene Seite gestellt habe und nicht zentral auf Medium. Weil wenn Medium bankrott geht, sind alle meine Dinge weg. Und auch wenn man zum Beispiel, man sieht das jetzt auf YouTube, wenn man seine ganze Existenz auf YouTube aufbaut, als dem YouTuber ist und man sagt irgendwas, was YouTube nicht gefällt und man wird zensiert oder gelöscht oder gebannt oder was auch immer, dann ist das keine sehr, sehr gute Sache. Also es sind auch mit, es ist nur ein, um an das anzuknüpfen, was du gesagt hast, quasi alles wird dezentralisiert. Ich glaube, in gewissen Bereichen macht Zentralisierung Sinn, weil es macht viele Dinge sehr viel einfacher. Ja. Aber die Möglichkeit haben, dezentral zu arbeiten, die wird bei Bitcoin immer da sein und somit ist Zensur quasi unmöglich. Also das ist der Kern der ganzen Sache. Und wie du auch sagst, Dezentralisierung richtig zu verstehen, ist sehr schwierig und ein langer Prozess. Und alles, was Bitcoin ermöglicht, hängt direkt mit Dezentralisierung zusammen. Also Dezentralisierung ist der wichtigste Aspekt von Bitcoin. Die Dezentralisierung ermöglicht auch eben, dass keine Zensur stattfinden kann, weil irgendjemand wird immer deine Transaktionen in Blöcke einbauen. Die Dezentralisierung, die vermeidet so viele Dinge. Das ist eben die Revolution von Bitcoin, ist, dass es keinen einzigen zentralen Angriffspunkt ist. Deshalb kann man es auch nicht abschalten. Das ist eine interessante Überlegung, eben Bitcoin als der Organismus, der nicht einfach getötet werden kann, zumindest. Ja, das ist ganz essentiell zu verstehen. Und ich meine, meinst du, dass wir, oder weiß nicht, die Experten, die Technologen, die Entwickler auch aus diesem Internet, aus den Fehlern, aber vielleicht gewisse Erwartungen, die vielleicht nicht ganz erfüllt wurden, daraus sozusagen für Bitcoin oder für die Dezentralisierung, für die jetzigen dezentralisierten Strukturen was gelernt haben daraus? Oder macht man da, sozusagen versucht man da jetzt diese Fehler zu vermeiden, die im Internet vielleicht nicht so gelaufen sind, wie man sich das hätte vorgestellt. Ja, absolut. Also in der Hinsicht bin ich sehr optimistisch. Es gibt sehr viele Menschen, die eben
ich will nicht unbedingt sagen, enttäuscht worden sind vom Internet, aber die sich einfach alles etwas utopischer vorgestellt haben. Sehr viele der Menschen arbeiten jetzt auch an Bitcoin und erhoffen sich eben eine Renaissance auf mehreren Ebenen, also so, sozusagen eine Wiedergeburt von den Idealen des Internets, auf dem das Internet aufbaut. Aber es ist eben auch eine finanzielle Renaissance, also es ist auch eine Wiedergeburt einfach des ganzen Bankensystems. Und deshalb habe ich auch meine Kunstwerke aus der Renaissance verwendet. Meiner Meinung nach ist Bitcoin die Renaissance, die wir dringend brauchen, um von der dystopischen Welt, auf die wir zusteuern, etwas abzukommen. Genau. Wir haben ja kurz, ich meine, ich habe das irgendwie kurz angerissen, das Thema. Da würde ich gerne mal schauen, wie ich mir das auch, also das wäre mein Wunsch, dass gerade auch für die deutschsprachige Bevölkerung, dass man das so in vielleicht auch in kleinen Häppchen in Zukunft regelmäßig mit dir diese Gespräche, diese Interviews, diese Diskussionen auch mit dir führt. Weil die Wissensvermittlung, die Education, weiß nicht, auf Deutsch Massenedukation, ist wirklich, es ist der Eckpfeiler, es ist das Fundament für diesen Prozess, ja, für die Initialisierung oder wie das der Austrian Economist auch genannt hat, Hoppe, der Prozess der sozusagen der Zivilisation, ja, bis das mal getriggert wird oder ausgelöst wird. Und das hat wiederum mit der Zeitpräferenz wiederum zu tun, auch diese Begrifflichkeiten zu verstehen, was ist überhaupt Zeitpräferenz, ja, also Niedrigzeitpräferenz, Langzeitpräferenz, was ist mir wichtiger, dass Sie jetzt sozusagen alles konsumieren, alles irgendwie ausgeben oder sparen, investieren, mit Herzblut etwas machen, ja, um quasi einen Mehrwert zu schaffen für die Zukunft. Das sind so lauter Aspekte, die erst in so einem Lernprozess internalisiert werden müssen, glaube ich, von jedem Individuum. Aber absolut. Ich stimme da vollkommen zu und ich will auch, jeder, der das hört und sich denkt, oh mein Gott, ich verstehe das alles nicht und es ist viel zu viel, absolute Sympathie für all die Menschen, weil es ist sehr, sehr viel und ich glaube, man muss da auch sehr viel Geduld zeigen und geduldig mit sich selbst sein und es ist ein Riesenhaufen an verschiedenen Disziplinen, die man nicht nur verstehen, sondern auch internalisieren muss, also man muss das wirklich in sich aufnehmen und irgendwann macht dann alles Sinn. Und der Moment, quasi der Lightbulb-Moment, wo dann alles Klick macht, so das beurteilen kann, die Menschen, die lang genug sich damit beschäftigen, der Moment kommt immer und es sind verschiedene Momente. Menschen sagen, nicht die Nerven wegschmeißen und nicht die Geduld verlieren und einfach informiert euch, schaut euch das ganze Ding an, lest Bücher, lest Artikel, hört Podcasts, ja, große absolut. Empfehlung, und, um auf dein Angebot zurückzukommen. Wir können das sehr gerne machen, ich kann nur in meiner jetzigen Lebenssituation noch nichts versprechen, weil meine jetzige Lebenssituation ist noch sehr ungewiss und zum Teil chaotisch. Sobald ich irgendwo wieder Wurzeln schlage, dann komme ich gerne auf das Angebot zurück. Ich glaube, da wären dir die Deutschsprachigen wirklich extrem dankbar, ja, weil du wirklich ein profundes, wirklich tiefes, holistisches Wissen hast, wenn ich das so sagen darf, so ein ganzheitliches Wissen und wirklich auch sowohl im Detail, also wirklich, ob das jetzt technologisch, ökonomisch, philosophisch, anthropologisch, soziologisch, aber einfach die Essenz, die Prinzipien und die Zusammenhänge einfach in einem größeren Kontext auch zu kommunizieren einfach. Das ist, glaube ich, uns allen noch wichtig, ja, in diesem Space. Ja, danke für das Kompliment. Und es gibt sehr viele gute Autoren und sehr viele gute Denker und auch sehr tiefe Denker in dem ganzen Space. Man muss sie nur finden. Die meisten davon sind leider englischsprachig, aber es gibt eben mehrere Menschen, die aus verschiedensten Bereichen kommen, zum Beispiel auch in den Bereichen der Biologie und das ganze System aus einer biologischen Linse betrachten, ist alles sehr, sehr spannend. Also auch noch ein Tipp von mir an alle Zuhörer, schaut euch um, ich bin mir sicher, es gibt genügend
genügend Sparten quasi, die da eine eigene Sicht der Dinge auf Bitcoin haben. Man muss nur etwas geduldig sein und sich die Rosinen rauspicken sozusagen. Ja, absoluter Lernprozess, ja. Gigi, möchtest du noch zum Abschluss, ich denke mal, das ist mal genug an Informationen und Wissen, das du da wirklich geteilt hast. Danke dir nochmals wirklich herzlich. Gibt es noch irgendwelche Informationen? Wie gesagt, ich werde auf jeden Fall deine Links, vor allem deine Website, wo auch deine Artikel zusammengefasst sind oder veröffentlicht sind, nochmal in der Videobeschreibung hinzufügen. Wenn ich das noch darf, das ist dein Händler auf, also dein ist Gigi, ja, auf Twitter. Ja, genau. Also ich bin der Gigi auf Twitter und auf Medium und auch der Gigi.com ist meine Page, wo ich eben in Zukunft auch alle Sachen, die ich schreiben werde, hochladen will. Und mein Twitter-Account ist wahrscheinlich etwas verwirrend und schwer zu folgen und ich bin relativ viel auf Twitter und da ist auch viel Getrolle am Start und andere Dinge. Also es ist der unseriöseste Einstiegspunkt in die Bitcoin-Welt, wie man sich nur vorstellen kann. Da gibt es sehr viel seriösere Accounts, die man folgen kann. Aber ja, ich bin auf diesen Plattformen zu finden, falls irgendjemand mit mir mal quatschen will. Bitte, meine DMs sind offen auf Twitter und ich bin relativ gut zu erreichen im Internet. Und als abschließende Worte, ich kann nur jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen, sich damit zu beschäftigen. Und der beste Trick, um sich mit Bitcoin zu beschäftigen, ist, sich einfach ein bisschen Bitcoin zu kaufen. 10 Euro, 20 Euro, sich irgendwo anmelden, sich von einem Freund, der Bitcoins hat, von dem einfach 10 Euro Bitcoins abkaufen. Eine Wallet einrichten, damit rumspielen, sich das anschauen. Und ja, das ist der erste Schritt in den Gravitationsbereich des schwarzen Loches. Und von da geht es dann meistens los. Also, das ist genau. Meine Meinung nach, Erfahrung. Das Wichtigste ist auch einfach Spaß haben dabei. Der ganze Bitcoin-Space, auch wenn es eine sehr, sehr, sehr ernste Sache ist, es ist aus dem Internet geboren und wie wir alle wissen, das Internet ist nicht sonderlich seriös, auch wenn man sehr viele seriöse Sachen damit machen kann. Und ich glaube, die meisten Leute, die sich damit beschäftigen, haben einen immensen Spaß dabei und einfach auch einen Spaß an der Freude und es sind viele Hacker und andere Bastler dabei, die eben Full Nodes am Laufen haben, mit Lightning Network rumspielen, die Bitcoin-Wallets in jeder Art und Form aufsetzen und die alle möglichen Services betreiben und einfach, ja, schaut euch das an, habt Spaß dabei, bildet euch weiter und ja, wenn es irgendwas gibt, schreibt mir einfach. Sehr schön, ja, wir haben wieder mal viel gelernt. Gigi, dann freue ich mich, wenn wir uns dann nächstes Mal wieder, also in die Tiefe oder aus einem größeren Kontext, von einem größeren Bild heraus betrachtend, da wieder neu, also vielleicht ja einfach für die Deutschsprachigen, das ist mir so auch ein Anliegen, weil wirklich, ich höre das immer wieder von vielen und sage, naja, es ist auf Englisch, ich kann das nicht verstehen, kann das nicht lesen und das ist auch, ja, und da gibt es eben, und ich finde es sehr wertvoll, wenn es so Menschen wie dich gibt, Experten wie dich gibt, die das, weißt du, die das auch verständlich auch kommunizieren können. Ja. Und das ist mir wirklich ein herzliches Anliegen. Okay, danke für das Lob. Vielleicht noch ein kleiner Einwand zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich sehe mich selbst nicht als Experte. Naja, wenn man sich die Artikel davon dir durchliest, du hast schon ein gesamtes Verständnis, das den meisten wirklich fehlt. Das merke ich, also ich sage das mal auch ganz. Ich weiß auch, wie das gemeint ist, aber es gibt das Bitcoin-Mantra: Don't trust, verify und do your own research. Genau. Also glaubt niemandem alles, was derjenige Mensch sagt. Schaut selber nach, probiert es selbst zu verstehen. Glaubt mir nicht die Dinge, die ich sage. Schaut es euch an, lest die Bücher, schaut etwas in die Tiefe und macht euch ein eigenes Bild davon. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, auch in diesem Bitcoin-Ethos zu bleiben. Vertraue niemandem und quasi überprüfe alles selbst. Sehr schöne Abschlussworte. Okay, Gigi, dann ja, wünsche ich dir mal ja, einen schönen Ostersonntag, schöne Osterfeiertage und frohe Ostern, Kaiwan, danke für die Einladung. Ich danke dir. Bis bald, ja? Alles Liebe. Tschüss.